Am 26. Juni feierte das Geschwister-Scholl-Gymnasium für das Abschlussjahr 2015 seinen wohlverdienten Abiball. Schnell sind an diesem Abend all der Ärger, Stress, Hausaufgaben, Prüfungen und Klausuren vergessen. Also Party bis zum Abwinken. Der Saal im Tivoli war bis auf den letzten Platz gefüllt. Selbst das in Abiturientenkreisen spaßig genannte Gepäcknetz, also der obere Rang, war mit den Angehörigen der Abiturienten brechend voll. Logisch, man hat doch von hier eine perfekte Übersicht. Eröffnet wurde der Abiball mit dem Einmarsch der Abiturienten und einem Showprogramm, bei dem die Choreografie von den Abschlussschülern selbst ausgedacht wurde. Ein wichtiges Highlight und die Krönung war sicherlich der Wiener Walzer. Und genau bei selbigen zeigt sich schnell, wer vorher ausreichend geübt hatte und wer nicht. Laura und Max führten gekonnt mit Witz und Charme durch den Abend. Schulleiterin Frau Kerstin Salomon erinnerte an den gelungenen Kulturabend des GSG und hoffte, dass dieser Abend genauso unvergesslich im Gedächtnis aller bleiben wird. Deshalb war sie schon sehr gespannt auf die vielen unbekannten Höhepunkte, da die Abiturienten ein großes Geheimnis um das Bühnenprogramm gemacht hatten. Ja, es gibt selten eine Schulveranstaltung, an der man rundum glückliche Gesichter sieht. Heute ist so ein Tag und das ist einer der schönsten nach diesem ganzen Stress. Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, ihr habt es geschafft. Es ist euer Abend und wir alle wollen den gemeinsam mit euch feiern. Vergesst die Klausuren, vergesst die Prüfungen, vergesst Hausaufgaben, vergesst das Lernen, zumindest für eine kurze Zeit, für einige von euch wird es ja dann doch bald weitergehen. Vergesst natürlich nicht, was ihr gelernt habt bei uns. Viel Spaß, viel Strenge manchmal auch. Das eine interessante, das andere weniger interessante Thema mit euch bestritten haben. Also auch den Kollegen einen schönen Abend und ein herzliches Willkommen heute hier im Tivoli. Schluss mit Klassik, Schluss mit Walzer, denn jetzt wurde endlich richtig Musik gespielt. Live und dynamisch untermalte die Heinz Band aus Clarau musikalisch den Abend. Zwischen den Tanzpausen nutzten einige die Terrasse des Tivoli, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Oder die Couch wurde schnell zur Lounge-Ecke umfunktioniert. Ach ja, und ganz Mutige versuchten sich am Frank Sinatra My Way, was gar nicht so schlecht klang. Ja, und dieser Jubel zeigt, dass mit diesem gelungenen Abiball alle Strapazen vergessen sind. Kanal 9 Erzgebirge wünscht allen Abiturienten an dieser Stelle viel Erfolg für den weiteren Lebensweg.